Vom 20. bis den 26. April wäre zu Betebusch die zweite Edition vom Literatur, der neue grosse Literaturfestival. Und das Jahr am Engens die erste Edition vom Prix Laurence, dem ersten Jugendliteraturpreis zu Lützebusch. Die offizielle Ouvertüre vom Festival, die war am Betebuer Schloss. Das ist offen, dass wir durch das Semester, für mal jeder noch einfach teilen, die an der Literatur dabei ist, für sich auch selber kennenzulernen, dass jeder weiß, wie das dann durchwärts nach, macht eine Tour, weil wir gehen hier nicht unbedingt. Und das ist sich den offen vom Lancement von der Literatur, die dann auch ganz offiziell startet und die was ganz fort geht, mit ganz vielen Lesungen auf ganz verschiedenen Plätzen, das ganze Programm, die fanden da vier, die fanden im Internet. Anhand als auch der Jugendliteraturpreis. Ein von den wirklich ganz flotten Momenten von der letzten Literatur von einem Jahr war am Jugendhaus. Wo man erst eine Lesung hat von diesen Jungen aus einem Jugendhaus. Und nicht mit Gäme, ich nenne auch, wo die Piteure ganz viel Arbeit sich gemacht hat, Martin. Da wo ich wirklich wunderbar mit seinem Leben was Jungen und Literatur können erreichen. Und ich meine, das war so wow. Moment, von der letzten Literatur und der Titel zu beigeben, wo das Jugendhaus voll moderne Projekt ist, die geklommen ist, und dann noch den echten Jugendliteraturpreis zu sehen. Das haben wir am Anfang vom Jahr gemerkt, aber wir sind natürlich überrascht, wie viele in den vielen Texten 92 Autoren, 145 Texte darüber, die sie geschrieben haben, dass das wirklich auch zwei Mal gewonnen erwartet hätten. Aber die Jury natürlich nur für eine schwere Mission, jetzt stunden die Videos. Die Texte rauszuzählen. Eine Buntmischung aus Musik, Lesungen und Kunst, sogenannte Point Show, das war von der Literatur zu Betebusch bestimmt. Ein Touch von multikultureller Großstadt konnte in zu Betebusch erleben. Und natürlich wäre es all der Rendezvous am Café Littéraire, den die Jungen aus der Maison des Jeunes mit viel Leid und Kreativität angerichtet hätten. Ich will dann aber so den Café Littéraire haben, dass sie lauter Sachen, die vom Step kommen, Leute, die haben von der Sachen weggehen. Und dass die Equipe Edukativ und die Jugendhaus auf die Idee kommen, Carol, Claudine an den Abladi, für das alles am Trein zu machen, umzustreichen, für den ganzen Jahr in andere Kader zu gehen. Dann schwenken dazu den Kaschee, die doch bestimmt flott ist, für zu sitzen, an Null zu lauschen, auf jeden Fall lektuell ehrlich, dass da wir. Am 1970 schon ist an der Fenster von einem Herrengeschäft zu Esch gesehen. Es sind Raggang und haben sie gekauft. Sie ist mir gut gegangen und ich habe zu dir gesagt, mach was du willst, wir trippeln mal nimmer nicht, ob mein neues Schippe kam. Wenn er sich für ein Literaturfestival gehört, konnte er sich nur den seelischen Lesungen sein Buch vom Autor signieren lassen. Davon haben natürlich viele Leute profitiert. An einer lockerer, wie so in die jung chillischer Atmosphäre, kann die verweilen, diskutieren, ein Päckchen trinken und immer interessant Künstler lauschen und gucken.
vom Beteboyer Schloss und renommiert Graffiti-Künstler hier Konst zum Beste gehen, auch für all Event ein eigenes Bild kreiert. An der Galerie Maggie Stein konnte in sich eine Ausstellung von Graffiti-Wirken angucken und gleichzeitig der enger oder andere Lesung nachlauschen. So kommt quasi jederin auf den Kasten, ob Jazz, Dixie oder Hip-Hop, musikalisch wie literarisch war alles vertreten. Der Stub und einem feinen Wund pflegt. Mit der Post, das beste Beige und der Schwert schenkt ein Gel aus Trunk. In meinem Flasch Germo Kult schläßt von der Trische Spiromon einen durch Nussfleisch marmolös kriegt. Wir müssen zu Creme und selbst geschehen für mich ein Blum zu pflegen. Und so sehe ich nur Blähen, den Tee muss sehen. Jens der ganze Kuh kann er fahlen. Kleine Blätter soll ich nie meine mir und gewahren halen. Am Café Literaire sind da noch nicht hungrig geblieben. Die bunt gemischten Equipe aus dem Beteboyer Jugendhaus haben noch manns gerade so bunt gemischten Buffet präpariert, die natürlich große Success hat. Petite Chronique de la Dikilfe. Salut Trégué, David sur le divorce et les 50 ans. Ils enfantent des langues inconnues, des malheurs. Le vent, elle voulait bien me dire. Ich traf sie an der Brücke. Es war eine merkwürdige Art, jemanden kennenzulernen. Here's easy living. Life is like here, Sheriff. What? Your father is a warehouse. Doch dann stieg ich aus dem Bett und zog mich an. Immer noch müde und mit kleinen Augen ging ich runter in die Küche. His look was fixed on the sphere. He walked. His look fixed on the sphere, he walked back to his chair and sat down. Dann entfalten sich die Blüten der glänzenden, unschuldigen weißen Rosen und schnappten zu. Sie nehmen einfach in sich auf, so schnell, dass er weder den kleinen Zeh bewegen noch einen weiteren Garten passen konnte. Je fous, une presse dans ma bouche.
première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela. En te serrant dans mes bras. Un matin de la lumière de l'hiver, au parc Montsouris à Paris, à Paris, sur la terre. La terre qui est un as. Beaucoup la scène et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure les mains dans les mains, restant face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards blancs silas. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure sur le pont Mirabeau, coule la scène et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure les mains dans les mains, restant face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards blancs silas. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni ton passé ni les amours reviennent sur le pont de Mirabeau, coule la Seine. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni ton passé ni les amours reviennent sur le pont de Mirabeau, coule la Seine. Vient la nuit sonneur, les jours s'en vont, je demeure. Ein super gelungener Abend wäre dann noch Samstag so am Café Literär mit den einzelnen Abfeierungen von den Jungen aus dem Jugendhaus. Und dafür dürfen sie natürlich auch frenetisch gefeiert. Am Sonntagmorgen wäre dann der große Tag von der Preisüberreichung von Prix Laurence, den der Beteboyer Bürgermeister Laurent Thaimet offiziell lanciert wird. Ich möchte auch einen schönen guten Morgen. Die sieht alle gut ganz frisch aus im Sonntag Morgen. Sie gut an Kalt Reiert hat. Am José Loche, Deputier der Chefin, und auch der Pascal Kolb, Präsidentin von unserer Kommission von der Kohäsion Sozial. Und Ihnen auch große Merci. Sie waren viel mit um Tour während dieser Woche von Literatur. Und ich sehe Ihnen das an den Gesichtern, aber so löst, dass du unter Lang werden, wurden da wäre frei. Das gehört zu einem Tour dazu, die noch nicht den ganzen Rüber hast. Wir haben ja einen ganz wichtigen Moment, wo wir den ersten Jugendliteraturpreis oder die erste Jugendliteraturpreis da, können überreichen. Dafür ein großes Merci und ich alle guten jungen Autoren, die mitgemacht haben. Ich komme selber aus dem Journalistenberuf. Ich kenne das, wenn ich für einen weißen Blatt sitze. Und soll ihn dort mit Buchstaben füllen. Das ist nicht immer einfach, bis in die richtige Idee wird. Und dann dünn auch den Courage zu holen, dort frei zu gehen, dass andere Leute dort können lesen. Man weiß ja nicht, wenn man den Text dann unbedingt in den Köpfen anderer Leute geschieht. Das ist eine große Aventur und die geht ihnen dafür auch Felicitation für ihre Courage. Und nicht nur, dass sie zu lesen gehen gut. Ich habe auch selber nach heute gestern viel gelesen und auch das manchmal eine gute Experience für das mal zu erleben, auch die Courage zu haben, für diesen Text für andere Leute viel zu drücken. Gestern Abend hat auch die Equipe vom Jugendhaus, den ich noch ein großes Merci will, so für die ganze Initiative. Für sie, die Jungen, die hier im Jugendhaus daheim sind, ihr Text dafür viel gedroht haben. Und das war ein ganz emotionaler Moment.
zonder één zonnetje zou ze zeggen niet rauskicken, maar wie drei jong Männer kann ich so hey, auf der Bühnenstube von 17, 18 Jahren, ich weiß nicht, die Gedichte fegen durch ihre Mama, für ihren Papa, für ihnen Merci zu sagen. Das war ein ganz starker Moment, den sicherlich wird Literatur 2050 prägen. Und auf jeden Fall noch Merci für all den Moment, die man das vorher konnte, am Café Literär erleben. Und auch ganz besonders auf den Piet Hörold, dem guten Geist vom Literatur, vom Jura Literaturpreis. Wir wären all die Morgen nicht hier, auf diesen Tag, wir wären vielleicht irgendwo anders das, und der Piet hier nicht gegeben mit seinem Enthusiasmus behandelt sind. Dafür Piet, ihr und der ganze Equipe, auch dem Jury, die das alles gelesen haben, ganz große Merci. Jean Brumas, den er durch die Mauer gefeuert hat, den gestern durch Wesen gefeuert hat, der das Mann von der Bühne und auf jeden Fall los in der Schimlot-Bühne für weiter durch das Programm zu feiern. Vielen Dank. Merci. Voilà, Rolin. Tipptopp. Der dritten Kategorie, Shirley de Werther, Briefe an dich. Kategorie 16, 12 bis 16 Jahre am Preis Laurence as Valentin Thuzin, Les Aventures de Raphaël Leroux. Bravo. Bravo, Charlie. Den zweiten Preis ist für Caroline Ruppertz mit Today. Caroline Ruppertz. An dieser Kategorie gewonnen Gut mit Laut schweigen verklagen wir die Sprache Katharina Wurzer. Und so gibt es dann Trophäe. Kurt. Katharina, so gut wird. Ja, danke für den Preis. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet eigentlich, weil es ja gestern die Abstimmung gab und da war ich, glaube ich, die Zweite. Ja, danke auch für den Preis. Danke schön. So, und nun geht es nach einer kleinen Überraschung, die ich hier nur so am letzten Moment diese Idee dazu, dann will ich euch auch nicht mitteilen, aber die gute Seele von der Jury, die wir so in den Piet Hörold, und ich kann schon so ein Merci für die große Aufmerksamkeit, und war wunderbar.
diesen Preis von der Rede zu geben, dann gibt es das Lohn. Ich habe schöne Kamera vom Café Literaire, und ich muss es so ein bisschen schwieriger für sich desideren. Allein darum liebe Nassen, so muss ich halt so Decisionen wollen. Aber ich encourage all die Leute für nächstes Jahr mal zu machen. Weil mit mir fängt man schon in das Kehr, dass das Hit so umgestaltet wird, schon für den Prix Laurence, den 2017. Das hätte ich bei ganz Jahr so einen jungen Autor in eine Plattform bringen, wo sie einen Text können nachschicken, wo wir das regelmäßig dann auch online setzen. Hände kombinieren wir das noch mit Schreibatelier, das ist eine ganze Aktivität rund um die ganze Seite, weil die jungen Autoren, wir wollen sie unterstützen, wir wollen sie echt, wir wollen sie wirklich begleiten an alle Talente, die durch sie wirklich weiterbringen. Und dann zum Schluss noch, wie gesagt, die kleine Serie Söller Gerto, ich habe gesehen, ob wenigstens gestehen, wo sie so nehmen von Autoren, weil er mir wollte so, dass die zwei Laureaten, die auch ihre Stuhl kriegen. Das heißt, sie haben immer einen Platz zu beten, wo ich sage, sie sind immer willkommen, wenn sie reinkommen, haben sie ihre Stuhl. Und das hat man so viel wert, wie es hier schon da erlebt.
Den brauchen wir noch weiter nicht mit dabei zu fügen. Rendezvous für die dritte Edition geben wir also los schon im Internetsite mgcbetonburg.lu. Sie da hier einen Angeblend, wo ihr los schon eher Texte rausschicken könnt. Und da sehen wir uns zu Beteburg am Jahr 2016 vom 9. bis 24. April.